Und zwar ab dem Moment, wo ich auf den Zug drauf springe, ist bei mir nachher vorbei. Okay, das ist auch wieder das Ende, also von daher, das ist dann jetzt so spannend. Aber ich finde die Aktion im Jet irgendwie übelst geil gewesen. Ja genau, den Jet hatte ich nie! Genau, das ist doch asozial. Der Jet war das geilste, was da passieren konnte, Alter. Aber das Ding war leider im Battlefield 3 wurde gezeigt, dass zwei Leute im Jet rein können, aber im Battlefield Multiplayer geht bloß mit Wir schauen, dass wir ein bisschen hinten bleiben. Ein Typ wird gefeiert, wenn ein Typ hinten so sitzen würde und so die Flares und die Gunshots einer davon fliegen würde, das würde ich übelst hart feiern. Hey yo Nigga, hast du Probleme, hä? Hast du Probleme? Hast du Probleme, hä? Hast du Probleme? Ich hab's gefeiert. Keine Ahnung warum. Alles damals. Weil ja Play for Free, ne? Ich fand's heute noch nicht geil. Aber leider wurde es ja abgesetzt, gell? Alter. Weiß ich nicht. Ich hab's ein paar Mal gespielt, weil Level 30, hab dann aufgehört, hab ich ja, Play for Free wurde vor ein paar Monaten erst. Beendet. Kann mir vorstellen. Also, nicht mehr weiter. Ja, das wurde jetzt auch beendet. Ist nicht mehr. Das ist voll geil, da konnte voll viel. Das gab richtig geile Bugs, da konnte alles hier hochkommen. Nein! Ich hatte mal einen Account für MF Word und den habt ihr irgendwie vermasselt und habt irgendwie alle verloren oder so. Nee. Könnt ihr mir mal erklären, warum sie auf der Ladefläche mit einer illegalen Waffe stehen? Die Waffe ist nicht illegal. Ich jage Schafe und die Herren hier wollten gerade zu Kupfer verarbeiten, also dachte ich, ich fahre ein Stück mit. Dann in Andreas, er ist das geilste Spiel. Das können sie mir glauben. Die einzigsten. Also magst du doch GTA, ja. Also hat der Wunsch. Ja, GTA fand ich auch ganz lustig. Es war anders als die anderen Teile, dennoch ist es GTA gewesen. Du schießt rum, du knallst Leute im Auto ab, du überfährst Leute, du ärgerst die Polizisten, du cheatest. Hey, da ist ein Hammett. Wobei ich sagen muss, Hammett Box! Hammett Box! Auf der Hauptstraße! Richtung Arkios! Jetzt ab! Kommt einer vorbeigefahren! Bitte sie wieder ein. Soll ich online kommen und ein bisschen helfen? Ich weiß nicht, ich bin gerade voll von der Polizeikontrolle angehalten. Du musst das machen. Ich? Ja, ich müde mich. Jim, wäre das schön. Hey yo, Homie! Five, all on me. Machst du mal hin? Ah. Tschüss. Microphone activated. Microphone muted. Microphone activated. So, also zeig sie mir wohl bitte ihre Waffe. Microphone muted. Bitteschön, das hier ist die Zubra, ACP auch genannt Gummigeschoss. Microphone activated. Das hier ist die ACP, eine Pistole, kleinen Kaliber, 9mm. Microphone activated. Dann. Entschuldige, Kompater, würdest du noch mal ganz kurz aufmachen? Microphone activated. Das hier. Das ist mein Jagdgewehr, die MK14, 7,6mm, in Einzelteile zerlegt, wie es das Gesetz braucht. Microphone activated. Bitteschön. Microphone activated. So, warten Sie, ich werde ganz kurz mit der Leitstelle. Sind Sie die Leitstelle? Wieso telefonieren Sie so über 2 Meter? So, diese Waffe werde ich Ihnen leider entziehen müssen. Die Langkaliber. Kleinwaffen können Sie behalten. Und wieso müssen Sie mir die entziehen? Das ist eine legale Waffe. Das ist ein Jagdgewehr und so. Nein, das glaube ich Ihnen nicht. Gut, dann gucken Sie jetzt bitte nach. Gucken Sie jetzt bitte im Regelwerk. Soll ich nachsehen? Microphone activated. Herr Spartaner, hören Sie mich kurz? Das ist natürlich eine Jagdwaffe, Sie haben recht. Sicherlich besitzen Sie auch einen Jagdschein. Allerdings dürfen Sie diese Waffe nur im Auto, getrennt von Munition. Ist getrennt von Munition. Gucken Sie sich die Waffe an! Und ich war auf dem Auto. Also war sie im Auto. Da ist ein Magazin drin. Gucken Sie nach, gucken Sie jetzt. Ja, drücken Sie da. Sehen, wie sie in der Hand nehmen Sie sie in die Hand. Haben sie nicht. Und Sie haben jetzt gerade auch noch alle meine Waffen entfernt! Sind Sie des Wahnsinns!
Schreien Sie doch nicht Mikrofon so rum. Sie haben mir gerade ziemlich viel Verlust gemacht. Jetzt haben wir eine Packsituation. Herr Zivilist, bitte nehmen Sie den Dietrich in meiner linken Tasche und entfesseln Sie mich. Ich habe Opfer zu vollbringen für mein Volk. Sir, das ist Low RP. Ich werde Sie deswegen beim Admin melden. Dankeschön. Ich wünsche Ihnen auch noch einen angenehmen Tag. Arschgesicht. Herr Zivilist, würden Sie bitte der Welt einen Gefallen tun? Hey Jungs, ich brauche Verstärkung hier, stehe mit zwei gefesselten Officers und ja, Feuererlaubnis ist erteilt. Letzte Position, Kupferroute, also Kupferhändler, 20 Meter östlich. Nun der Herr, würden Sie bitte mich, Maxi, würden Sie bitte Z drücken bei mir? Nein, würden Sie bitte Z drücken? Ich bedanke mich bei Ihnen. Maxi, entfesseln Sie mich, schnell! Mikrofon aktiviert. Maxi, stehen Sie nicht nur so rum. Oh, und wie funken Sie denn mit Ihrem Arschloch? Mikrofon aktiviert. Nein, ich kann gerade nicht reden eigentlich. Ich kann nur noch über Funk reden. Mikrofon aktiviert. Mikrofon aktiviert. Oh, ich komme. Also, Sie sind ganz schöne Arschlöcher. Auf was darf ich schießen, auf was nicht? Mikrofon aktiviert. Danke schön für die Bandbelastung. Ja, das akzeptiere ich. Ich kann noch mehr hinterher werfen, wenn Sie wollen, wenn Sie drauf stehen. Muss ich hier immer noch stehen bleiben oder kann ich mich jetzt ein bisschen bewegen? Also wenn Sie drauf stehen, mehr Geld zu bezahlen, gerne. Okay. Wie viel zahle ich denn mehr? Hallo? Ich werde unter Feuer erhöhen. 5000 oder wie viel muss ich mehr zahlen, wenn ich sie beleidige? Danke. 4. Return to formation. Hallo? Officer? 5. Return to formation. Peace. Dann nimmt man RP, wenn ich mache. Usraschte. Entschuldigung. Gut, Leute, ich Spartaner? Ja, sie fahren weg, ne? Ich mache jetzt eine Befreiungsaktion, kündige ich jetzt an. Du hast gerade einen Kollegen per Bugius festgenommen. Nein. Mein Kollege hat gesagt, er hätte dich gefesselt, dann hast du ihn, wo er schon gefesselt war, festgenommen. Umgekehrt. Okay, warte mal. Bist du umgekehrt? Ja, ich hab ihn festgenommen und er mich dann, also von dem her. Okay, oder habt ihr es ungefähr fast gleichzeitig gemacht, oder wie? Eigentlich haben wir es gleichzeitig gemacht, aber ich war zuerst und ich hab's auf Video und er nicht, also kann er mich am Arsch. Ja, nee, der sagt bloß so, hey, ich hab ihn gefesselt und dann hat